Hallo liebe Freunde, heute wollen wir uns über Aquarellpinsel unterhalten. Hier habe ich euch eine Auswahl an Aquarellpinseln hingelegt. Warum man unbedingt Aquarellpinsel verwenden muss, das erkläre ich euch jetzt. Ein ganz wichtiges Werkzeug in der Aquarellmalerei sind die Aquarellpinsel. Für uns immer ein sehr großes Thema, denn Aquarellpinsel sind meistens sehr kostenintensiv. Warum man aber ohne Aquarellpinsel nicht zurechtkommt, das möchte ich euch zeigen. Hier habe ich mal drei verschiedene Sorten Aquarellpinsel. Und zwar ist das hier ein Rotmalerpinsel, das hier ist ein Feenhaarpinsel und das hier ist eine Kombination aus Feenhaar und Rotmaler. Man sieht, es gibt also ganz, ganz viele Unterschiede. Das Wichtige bei einem Aquarellpinsel ist natürlich, dass er so viel Farbe und natürlich Flüssigkeit aufnehmen muss und die natürlich dann auch wieder gleichmäßig abgeben soll. Weil wir beim Aquarell ja gar keine Zeit haben zum immer wieder Farbe aufnehmen. Das heißt also, er muss viel Feuchtigkeit aufnehmen können. In dem Fall funktioniert der Pinsel auch im Prinzip wie ein Schwamm. Die Naturfasern, wie zum Beispiel Ponyhaar, wie zum Beispiel Feenhaar, was also nichts anderes als Eichhörnchen ist, wie zum Beispiel Rotmarderhaare, die haben die besten Eigenschaften, um viel Flüssigkeit aufnehmen zu können. Es gibt aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Haarsorten, wie zum Beispiel Schweineborstenhaare, Synthetikhaare, Ochsenohrhaare, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen. Und der Schweineborstenpinsel, der ist zum Beispiel sehr, sehr gut für die Ölmalerei geeignet. Oder Dachshaar gibt es auch noch. Der Hauptunterschied liegt also in den Haaren, die verwendet werden hier bei unseren Pinseln. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal anhand einer kleinen Zeichnung. Hier haben wir ein Schweineborstenhaar. Das Schweineborstenhaar, das ist eine ganz einfache Sache, das ist also unser Härchen hier. Und das hat hier oben eine Krone, wo praktisch das Haar, die Frauen würden sagen, Spliss haben. Das heißt also, hier haben wir so einen kleinen Strauß, da öffnet sich das Haar. Und hier oben kann sich Farbe oder Feuchtigkeit festhalten. Wenn wir uns ein, sagen wir mal, Rotmarderhaar angucken unter dem Mikroskop, dann sieht das so aus. Wir haben hier Härchen, wir haben da, wir haben hier, wir haben überall kleine Härchen, die sich von dem Haupthaar abspreizen. Und an diesen Härchen kann sich jede Menge Farbe oder Feuchtigkeit absetzen. Und dementsprechend kann ich damit natürlich ganz, ganz viel Wasser vermalen. Also umso mehr ich Feuchtigkeit hier habe, umso mehr kann ich sozusagen eine Fläche einstreichen. Das Besondere an einem Aquarellpinsel ist also, dass er so viel Flüssigkeit oder Farbe aufnehmen kann, wie es nur irgendwie geht. Wie gesagt, beim Aquarell brauchen wir immer viel Abgabe von Farbe oder von Feuchtigkeit. Hier kann man das einfach mal schön sehen. Ich nehme jetzt mal richtig schön Farbe auf und dieser Pinsel zeigt, dass er auch jede Menge Farbe aufnehmen kann. Das Besondere beim Aquarellpinsel ist also hier immer
das Haar, natürlich auch die Form oder auch wie er zusammengesetzt ist. Das war unser erstes Video über Pinsel. Wir wollen ja eine kleine Pinselschule machen, Teil 1, also über Aquarellpinsel. Wir werden noch weitere Filme drehen, natürlich auch über Öl- und Acrylpinsel und natürlich auch noch etwas Neues, auch über Aquarellpinsel. Da gibt es also noch ganz, ganz viele Sachen, die man sozusagen erklären kann. Wenn es euch gefallen hat, schaut einfach mal auf meinem Kanal. Dort entstehen auch immer wieder neue Filme. Jetzt im Moment drehen wir gerade an wasservermalbarer Ölfarbe. Das ist auch ein sehr interessantes Thema. Also wie gesagt, schön, dass ihr da wart. Euer Mario Götting. Bis demnächst und bleibt gesund und kreativ. Bis dann.